Deswegen muss man nicht diese MINT-Initiativen nur auf die Kinder zuschneiden. Das halte ich für einen riesen Fehler. Das kriegt man gar nicht wirklich hin. Also ich kann für die Physik sagen, für mein Fach, die Deutsche Physikalische Gesellschaft hat tatsächlich festgestellt, dass die Industrie würde noch, wenn es sie gäbe, zwei komplette Absolventengenerationen von Physikern einstellen. Das heißt also, Physiker könnte man noch gebrauchen. Sie tut es, also die sind jetzt ja nicht da, also stellen sie irgendwelche anderen Leute ein in den Gebieten. Ja? Das heißt, man findet immer irgendwelche Leute, die diese Jobs ausfüllen könnten, aber ob es die optimalen Leute sind, die optimale Wertschöpfung erzielen können, das ist nicht gesagt. Unser Land wird gar nicht drum herum kommen, sozusagen diesen Prozess zu optimieren. Denn ich bin jemand, der übrigens vor der Demografie überhaupt keine Angst hat. Ich finde, es ist völlig in Ordnung, wenn die Bevölkerung schrumpft. Die Probleme, die dadurch entstehen, sind viel kleiner als andere Probleme, die man hätte, wenn es zu viele Menschen gibt, was ja eigentlich der Fall ist. Ich meine, das größte Problem ist die wachsende Weltbevölkerung. Man schafft es dann, solange die Produktivität einfach entsprechend größer ist. Das heißt, die Leute, die wir ausbilden, müssen schlicht und ergreifend produktiver sein, als wir es sozusagen sind. Und wenn wir das im Durchschnitt hinkriegen, dann kann ein Mensch, der arbeitet, einfach auch einen Alten, hätte ich fast gesagt, durchfüttern. Ja? Davor braucht man dann keine Angst zu haben. Und das kriegen wir natürlich tatsächlich nur hin, wenn wir mehr Menschen in diese Berufe reinbringen und in diese technischen Bereiche reinbringen, in denen das Land ja auch die größte Wertschöpfung erzielt. Das ist der Maschinenbau, das ist die Elektrotechnik, das sind diese technischen Bereiche. Da gibt es tatsächlich eine Nachfrage, das spüren wir auch. Also mit anderen Worten, da muss man erstens am Ball bleiben, dass die Leute, dass sich das auch auf dem Level, auf dem wir es im Augenblick haben, auch bleibt. Aber da muss man eigentlich auch noch mehr tun. Also diese Lücke ist da, diese Lücke darf sich nicht vergrößern und wir sind dringend darauf angewiesen, dass wir die Leute bekommen, die unsere Zukunft dann auch sichern. Und ich bin dann wirklich nicht pessimistisch. Wir sehen es auch, dass in den letzten Jahren sich viel getan hat, dass auch wirklich mehr Leute sich bereit erklären, was heißt bereit erklären, mehr Leute Interesse daran haben, zum Beispiel ein Physikstudium aufzunehmen. Zum Beispiel auch ein Maschinenbau-Ingenieurstudium oder Elektrotechnikstudium aufzunehmen. Informatik zum Beispiel laufen wir hier an der TU Dortmund sozusagen gerade über. Noch vor wenigen Jahren war das ein Fach, das war gar nicht mehr so beliebt. Und jetzt haben wir wieder einen riesigen Boom. Also ich bin da nicht pessimistisch, dass wir in ein paar Jahren wirklich deutlich mehr Leute haben, die auch gut ausgebildet sind. Die Industrie wird immer eine Lücke beklagen. Da hat man schon recht, weil die Industrie natürlich immer gerne aus noch mehr Leuten auswählen würde. Die Lücke wird es immer geben, aber im Zweifelsfall wären wir ja auch nicht allein auf der Welt. Ich glaube, dass die MINT-Initiativen, die es für Kinder gibt, das hören jetzt viele Leute nicht gerne. Da gibt es wenige, die, glaube ich, gut sind. Das muss man schon sagen. Also die auch wirklich sehr akribisch da sich um Kinder kümmern und das auch nachhaltig tun. Das ist so. Es gibt aber auch Initiativen, von denen ich glaube, dass die echt verpuffen. Also Sie müssen bedenken, wenn wir hier Kinderuni zum Beispiel machen, dann ist das in einem gewissen Sinne gut. Die Kinder kommen hierher, lernen die Uni kennen. Das Problem dabei ist natürlich nur, dass es nicht nachhaltig ist. Das heißt also, danach gehen die Kinder wieder nach Hause und wenn dann MINT keine Rolle spielt oder man Wissenschaft gegenüber kritisch eingestellt ist, da können sie noch so viel an der Uni machen. Ja? Das Konzept müsste eigentlich sein, und wir haben hier bei unserer Physik am Samstag-Veranstaltung Brötchen und Borussia, die richtet sich bewusst nicht nur an Schüler, sondern wir sagen, jeder kann kommen. Denn es ist ja viel wichtiger bei den Eltern, eine positive Einstellung gegenüber Naturwissenschaften zu erzeugen, als bei den Kindern. Weil die Kinder sind einen Tag bei uns und die restlichen 364 Tage bei den Eltern. Da können Sie sich mal überlegen, wer mehr Einfluss hat. Oder noch besser sind Großeltern. Ja, wenn wir sehen, dass Großeltern mit Kindern kommen, also Großeltern haben einen unendlichen Einfluss auf so kleinere Kinder. Die muss man kriegen.